Und damit hoffentlich willkommen zurück. Ich schaue jetzt nochmal nach, das ist ganz wichtig hier, dass da alles passt. Vorhin hat der Ton nicht gestimmt, dann habe ich die Aufnahme, die gerade aufgenommen wurde, geöffnet zum Gucken und ganz schlecht. Nee, aber Ton ist da, Aufnahme läuft und das passt. Okay. So, wir haben noch ein, zwei Schlachten. Die da wird knifflig im Fangorn. Vielleicht, kommt drauf an, muss man mal sehen. Wenn es gut läuft, nehme ich jetzt gleich wieder drei Territorien ein. Und wenn das so weitergeht, ich glaube, es gibt 52 Territorien insgesamt. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das noch dauert, wenn ich mit der Geschwindigkeit weitermache. So. Na, der Feind ist nah. Das ging schnell. Oh, schön. Schön, schön, schön. Wow, das tat weh. Na gut, der ist schon Stufe 8, ne? Das sollte man nicht. Sind das noch drei Stück? Ich glaube ja, dann passt's. Ha, da ist keiner gestorben. Nice! Trotzdem muss ich hier jetzt vorsichtig sein, ne? Ja, das ist auch besser so. Den müssen wir auch töten. Töten, töten, töten! Immer den Tötenschrei nach. Ja, die Gebäude des Feindes. Da hat es ein Eomer Stufe 2 und ein Gothmog Stufe 4. Der Stufe 4 Gothmog ist schon ein bisschen böser. Stirbt trotzdem instant, ja. Was ein Pech. Ja, Orks haben wir auch entdeckt. Machen wir mal eine Kaserne. Ich glaube, das habe ich gewonnen. Das war ja schnell. Ja, einer unserer Feinde schon vernichtet. Der zweite auch gleich. Fehlt nur noch der da. Das war ja einfach. Vielleicht habe ich was verloren, ja, das kann sein, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht. Gewonnen! Und so wird das jetzt halt weiterlaufen, das ist das Ding, also richtig anspruchsvoll spannend wird das jetzt halt nicht mehr. Nee. Eher nicht. Eher nicht. So. Das könnte ein bisschen kniffliger werden, weil der Rohrwasch ziemlich stark ist, aber. Eigentlich nicht, ne? Das ist das Ding. Im Grunde ist es recht gechillt. Ich werde heute 2 Stunden aufnehmen müssen. Sins of a Solar Empire werde ich morgen machen müssen. Und Donnerstag Starcraft. Und dann sollte ich demnächst auch unbedingt anfangen zu lernen, sonst wird das nichts. Das ist das Problem. Ich habe dieses Semester tatsächlich nicht viel zu lernen. Aber mit der Bachelorarbeit, die macht mir schon Stress. Da habe ich schon irgendwo Angst vor. Es ist Angst, aber eine gehörige Portion Respekt. Weil das mit Sicherheit nicht einfach ist. Bachelorarbeit zu schreiben. Ja, haben zwar schon unzählige vor mir geschafft, aber es haben auch schon unzählige vor mir verkackt. Ich bin zwar nicht der Typ dafür, aber ich weiß ja, wenn ich zu spät anfange, wenn sich das mit irgendwas schneidet, beißt oder keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Und ich muss noch für ein anderes Seminar was tun. Was richtig nervt. Das ist das letzte Assignment und das ist dann auch ziemlich knackig. Am liebsten würde ich jetzt einfach nur chillen, weiter zocken, fertig. Aber so läuft das halt nicht. So läuft das leider ganz selten. Ne? Wie es halt immer so ist. Nee. Es müsste schon gehen, aber wie immer keine große Lust. Ah, die haben Silberdorn-Pfeile. Nütz. Kann man sie weghauen. Pipiu. Wir müssen wachsam bleiben. Unsere Stadt wird größer. Wir bauen. Baumaterial ist unterwegs. Boom. Was mir auch gut gefallen hat beim Patch 202 ist die Musik, die sie dazugefügt haben. Die ist echt nice. Insgesamt finde ich den Patch 202 Bombe. Der ist richtig gut.
Und auch die KI, also das Schöne ist, brutal 1 gegen 1, ich schaffe sie nicht. In vielen Instanzen verliere ich gegen sie, weil sie einfach so mächtig ist. Es geht, aber man muss halt auch so ein bisschen tricksen. Und da muss man ihre Blödheit ausnutzen. Die rennt gerne Einheiten hinterher. Das heißt zum Beispiel ein Reiter-Opening zu starten. Wow! Ja, danke. Jetzt aber schnell. Schneller. Töten, töten, töten! Gott, das war teuer. Das heißt, mit so einem Reiter-Opening und dann einfach hin und her wild durch die Karte rennen, um sich Zeit zu kaufen, um sie zu kiten, damit man die Einheiten vernichten kann. So ungefähr muss man das machen. Also, und zwar laufend, bei jedem Bataillon, das er ausbildet, weil jedes Bataillon ungefähr eine andere Einheit von dir verfolgt. Es ist sau anstrengend. Es macht Spaß, aber es ist schon sehr frustrierend. Und diese 60% statt 15, man merkt es. Man merkt es wirklich. Ah, ich muss mal schauen. Ja, haut's doch da, ja, genau. RIP! Tja, der ist tot. Tot, besiegt, verloren hat er. Ende. Jetzt schaue ich aber nochmal ganz kurz nach, ob die Aufnahme auch wirklich läuft. Das wäre so ärgerlich, wenn nicht. Ich habe da immer Panik. Ah, sieht aber ganz gut aus. Das ist doch schön, wenn das gut ausschaut. Dann kann man damit arbeiten. Ja. So, irgendwo muss ich noch kämpfen. Nein! Immer noch ein neutrales Land. So, Mordor gehört mir. Die Zwerge haben doch fast nichts mehr. Die haben jetzt noch zwei Territorien. Wenn ich da rein kann, greife ich da jetzt bei den Zwergen an. Das schauen wir uns jetzt mal an, oder? Hier geht's lang. Minus Tirith hole ich mir endlich. Wo sind die Zwerge? So, hier und hier. RIP-Zwerge. Die haben halt das verloren. Die werden als nächstes sterben. Die armen Zwergis. Haben so Pech gehabt. Aber ich finde es halt interessant, wie einfach der Ringkrieg gestaltet ist, ne? Zum Spielen. Es ist nicht sonderlich schwer. Ja, versuch dein Glück. Oh Gott. Warum, Aragorn? Wieso? Warum willst du jetzt alleine? Ich hab nur ganz kurz geguckt, aber da waren 10 Bogenschützenbataillone. Ich vermute mal ausgerüstete Düsterwald-Bogenschützen. Und 4 Hüter aus Midland. Vermutlich auch. Ausgerüstet. Ja, RIP. Was? Katapult? Achso, ja. So. Selbst wenn sie nicht ausgerüstet sein sind, werden sie jetzt dann ausgerüstet werden. Irgendwann ist halt Ende. Also, solche Verzweiflungstaten sind halt einfach nur nervig. So. Hier geht's dahin. Hier geht's dahin. Sollte ungefähr ähnlich gleich gut sein. Wollen wir es noch. Ne, im Baumeister wollte ich. Ja, mit einem Reiterbataillon. Oh, wie süß. Ja, renn gegen die Hüter. Komm schon. Lol. Ah, interessant. Baumaterial. Baut dieses Land auf. Nee, ich gehe andersrum. Zuerst die Pfeile und dann den Rest. Und ich habe halt 3 Vorposten. Boom! Es ist halt Geld bis zum geht nicht mehr. Turm hält mehr aus als Burg. Ne? Die Schmiede verbessert. Das ist schön. Sehr schön sogar. Trollolol, lololol, lololol, lololol.
Trollolol. Trollolololol. Oh, ein Aragorn. Der steht hier hinten, wedelt mit seinem Schwert durch die Gegend und denkt sich: Ich bin der Erbe Gondors oder so. Und wie stirbt er? Ja, er fällt. Oh, er steht nicht wieder auf und fällt andersrum. Okay, interessant. Manchmal passiert das ja. Ich glaube nicht, dass ich die ausrüsten können werde, ne? Ich glaube, dazu kommt's nicht. Nicht mit der Geschwindigkeit, mit der ich hier alles kaputt baller. Aber ich kann ja kurz warten. Ja, wartet's mal. Wartet's doch einfach mal. So, ihr geht's jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend. Und dann greift sie an. Die sind egal. Oh nein. Hey, wieso greift er da an? Wie soll's da nicht angreifen? Jetzt bin ich mal sehr gespannt. So. Haut's den Müll weg. Einfach alles töten und angreifen und vernichten. Yay! Und jetzt noch das Upgrade draufhauen. Müsste schon sein, oder? Habe ich nicht aufgepasst. Naja. Vernichtet. Dann holen wir uns jetzt Minas Tirith. Ich renne da jetzt einfach mal ganz schnell durch, ohne Probleme. Einfach so. Jups, passt. Einfach weil ich es kann. Weil es toll ist. Alles wegzuhauen, was geht. So. Und da brauche ich jetzt auch eigentlich nur reinrennen, ne? Das war's. Ein bisschen aufpassen wegen den Ork-Stämmen. Aber ansonsten. Ja, vor allem mit dem Legolas. Der ist schon nicht schlecht, der Gute. Ne, der Legolas. Der ist schon nicht schlecht. Ich spüre, dass etwas Böses nach. Geht's da hin, dann greift er an, dann da. So. Ganz einfach. Bereit. Die werden alle gelevelt. Na, einer hat's verpasst, aber ist egal. Halt. Er wird die Sonne nie wieder sehen. Das Gebäude fertiggestellt. Wir haben noch viel zu tun. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Es wäre cool, wenn man hier oben noch Katapulte bauen könnte, aber das geht leider nicht. Das geht nur in der Kampagne im ersten Teil. Elben. Goldener Pfeil auf Level 10, okay. Ja, die Tines. Steine und Stöcke. Können auch wehtun, ne? Es muss nicht immer Stahl sein. Die Menschen bringen sich schon. Haben sich schon vorher. Tausenden mit Stöcken und Steinen gegenseitig umgebracht, also möglicherweise. Möglicherweise. Okay, hat eine Kaserne gebaut, schaut sich das an. Steht ein bisschen Schäps, aber okay. Und der da oben patrouilliert, denkt sich so: Trollololol. Ich gehe hier rein, dann gehe ich da raus, dann stelle ich mich dahin. Hikes! Und fertig gestanden. Links, rechts um und. Dann kommt er hier wieder raus. Trollololololol. Wunderbar. Haben wir jetzt gewonnen? Eigentlich dürfte ja hier nichts mehr sein, ne? Ja, hier haut's das Zeugs kaputt. Vielleicht zerstört er lieber die Kaserne statt das Tor. Statt dem Tor? So, die sind nicht ausgerüstet. So, das Gebäude ist fertiggestellt. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Bin schon unterwegs. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Ich habe nichts zum Ausbilden. Ist egal. Ist egal. An mir kommt keiner vorbei. Mögen eure Seelen stark sein. Bringt sie zu Fall. Ihre Bosheit muss hier enden. Geht da mal rein. Mal sehen, wie viel Schaden die mit dem Schwert machen. Oh, geht so. Oh, schön repariert. Ah, schaut euch an, wie der Legolas hier rumwirbelt. Er ist richtig, ein richtiger Derwisch.
So, und jetzt haut's ja da an. Im Moment ist der Feind klar. Bogenschützen aus Düsterwald! Lasst keinen entkommen! Ein Orkstamm! Ja, die Orks. Achso, warte. Böse Orks. So. Viel getroffen haben wir nicht, aber mehr als genug. Das sollte passen. Hat der zwei Vorposten? Ja, ne? Ja, einfach nicht schlecht. Zwei Leuchtfeuer, zwei Vorposten und ein Gasthaus. Ist nicht ganz schlecht für eine Festung. Dafür ist halt Minas Tirith ewig von jeder Seite angreifbar. Und wenn eine Mauer fällt, das ist das Doofe. Man kann sie nicht wieder aufbauen. Das ist halt das Problem. Ja. Gewonnen! Yeah. Das war einfach. Das war einfach. So, was gibt's noch? Karok? Holen wir es noch schnell, das da. Was machen wir? Hauen wir weg. Kabutschke. Tot. Sollte nicht zu schwer sein, ne? Es sollte nicht zu schwer sein. Definitiv nicht. So. Ja, und dann einfach rüberrennen. So, rennt's ein bisschen schneller. Hobbits haben kurze Beine. Die sind ein bisschen langsamer unterwegs. Piu, piu, piu. So, die Spinnen sterben alle. Eine Spinne ist so groß wie ein Mensch, das ist halt auch gruselig, ne? Oh, Wolfsreiter. Ups. Gestorben. Tja. Wenn man mit Vollgas und Karacho in Speere reinrennt. Selbst schuld. Ah, wenn man über das Ding geht, sieht man, was sie haben. Bannerträger, Silberdorn, Pfeile, Schlachten 1. Okay. Ausrüstung, Schlachten 1. Schlachten 1 ist kein schlechtes Upgrade. Was das macht, weiß ich nicht. Es wäre cool, wenn sie pro Schlacht, die sie geschlagen haben, 1% mehr Schaden und Rüstung und Leben und so bekommen würden. Es wäre kein Mega-Bonus, aber stellt euch mal vor, eine Einheit hält man 10 Schlachten am Leben. Das ist nämlich gar nicht so leicht, aber wäre schon cool. Es müsste halt ein Cap geben bei zum Beispiel 15% oder so. Wäre aber nochmal richtig nice, so als Bonus auf den Level-Bonus obendrauf. Dafür, dass sie so lange am Leben geblieben sind, fände ich cool. Statt das bloß hinzuschreiben, Schlachten 1, ja, bringt halt nicht viel, ne? Aber ist nett zu wissen, hat aber keine Auswirkungen. Aber wenn es Auswirkungen hätte, ich fände das ziemlich cool. Da hört's es. Ihr werdet gemobbt, ihr gehört hier nicht her. Ihr werdet ausgeschlossen. Ihr sollt in die Dunkelheit zurück, Licht habt ihr nicht verdient. Kann man echt böse Sprüche bringen. Könnte man zum Beispiel sowas sagen wie: Deinetwegen dreht sich die Welt von der Sonne weg oder so. Ja. Das ist ziemlich böse. Ja, das Böse kommt über uns. So, der Baumeister, der stirbt. Der zersplittert in tausende Teile. Ripperino, Cappuccino. Weg. So. 8200. Hike. Tot. Schaut eigentlich ganz gut aus. Und damit, so schnell wie die Zeit vergeht, sind wir auch fertig für heute. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde aber gleich nochmal 3 Stunden, drei Aufnahmen machen müssen. Sonst komme ich für nächste Woche nicht zurecht. Egal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.